Hallo Leute und willkommen zurück bei Emilys Hochzeitsreise. Das letzte Level von Episode 8 liegt vor uns und ich bin gespannt, was hier jetzt noch aus Antonio und Brigitte wird. Er gibt ja im Moment alles. So, diese wunderschönen Lampen verströmen ein weiches Licht, entspannen und machen sogar geduldiger. Ja, super. Dann kaufen wir die doch direkt mal. Geht es dir gut? Keine großen Gesten heute, wie wäre das? Das wäre schön. Okay, okay. Keine neuen Produkte dazu gekommen, alles beim Alten. Emily, meine Liebe, du chillst erstmal hier ein bisschen. Ich pflücke in der Zeit alles ab, was so geht. 1800 Punkte, gut, sollte machbar sein, dann bekommst du das. Ach, ich bring dir das erstmal, weißt du was, ich mache hier jetzt gar keinen Stress. Ich bring dir das erstmal und sammle dann die Mandeln ein, sammle dann das hier ein und das hier und das hier. Ich gebe euch nochmal das super Blubber-Blabber-Zeug da. So, dann bekommt ihr das hier, Wasser und das. So, Emily, ich kann aber jetzt keine Kombo mit dir machen, ne? Mach ich das mal so. Karl, ich hab dich gesehen, mein Freund. Dann bekommt ihr den grünen Tee und den Melonensaft. Sag ich einfach mal so. So, das ist für euch. Kann ich hier... Na, nee, ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht, dass ich hier eine Kombo machen kann. Jetzt möchtest du auch noch den. Okay, Emily, geh mir bitte hier in den Whirlpool. So, du möchtest bezahlen. Das ist schön und gut. Ich hätte aber diesmal jetzt wieder gerne eine Kombo. Dann bekommt ihr das hier. Dann die hier. Antonio, geht bitte aufräumen. Dann sind die Mandeln hoffentlich jetzt fertig. Die wolltest du. Oh, er hat schon Herz verloren. Ich muss ein bisschen Gas geben. Jo, geschafft. Du möchtest das hier und den Birnensaft. Das ist okay. Bitteschön, hier kann aufgeräumt werden. Dann haben wir den Kaffee und das hier. Da kann auch aufgeräumt werden. Dann machen wir das so und so. Dreier-Kombo. So, Emily und du. Das war cool. Wow, wir haben das goldene Herz schon. Super, aber ich sollte ein bisschen Lavendel pflücken. Und ihr bekommt das hier. Dann die Maske, dann den Kaffee, dann das mit Schokolade. So, Maske, fertig. Bitteschön. Für die netten Damen und den Sarazza. Ach ja, toll. So, können wir irgendwas machen? Irgendwas abpflücken? Ja, komm, den Lavendel nehmen wir mit. Die beiden, dann bekommst du deinen grünen Tee. Und davon haben wir 5. Ja, gut, komm. Nehmen wir eine mit, damit wir hier ein bisschen was zu tun haben. Du bekommst die Maske und das. Dann können wir hier gleich zusammen bezahlen. So, Maske ist fertig. Auf sie warte ich jetzt nicht. Sehr schön. Und du bekommst die Creme und das hier. Und dann warte ich auf den netten Mann, dass der hier hoffentlich genau fertig ist. Dann seid ihr nämlich zusammen dran. Tschüss. Schönen Aufenthalt noch hier auf unserem wunderbaren Schiff. Oh, okay, also. Dum, dum, das war ein unlogischer Gang. Dann das hier. Dann Melonensaft. Bitteschön, das ist für euch. Dann bekommst du das und das. Das muss ich dir aber so geben. Da muss ich nämlich schon abkassieren. Da kommt jetzt keiner so schnell hinterher. So, 1000 Punkte noch. Ja, sollte machbar sein. Sollte machbar sein. So, ihr habt die Karte da gründlich studiert. Und ihr möchtet Zucker. Den hätte ich wahrscheinlich zuerst machen sollen. Aber passt schon. So, das ist für euch. Dann sind die hier gleich fertig. Ich hoffe, es kommt jetzt noch ein Einzelner. Mist. Gut, machen wir das schon mal. Dann bekommt ihr das mit Rosen, das mit Schokolade und mit Gurke. Bitteschön. So, dann lassen wir ihn jetzt aber gleich stehen, weil ich davon ausgehe, dass die beiden hier fertig sind. Wäre gut. So, Sonnencreme und das mit Schokolade. Jo, die sind fertig. Antonio, aufräumen bitte. So, dann machen wir ihn gleich mit den anderen zusammen. Ja, echt, das klappt mittlerweile gut mit den Kombos, muss ich ja sagen. Es geht nicht so wie bei Hearts Medicine, das ist klar. Aber jetzt hat man es so einigermaßen raus und kann so ein bisschen abschätzen. Okay, die und die brauchen noch so und so lange. Pass mal auf, wir machen hier mal ein bisschen Musik. Auch wenn ich das nicht so... Ah, die beiden... Ah, jetzt haben die größere Herzen bekommen. Oder... Ich meine das nämlich gerade aus dem Augenwinkel gesehen zu haben, dass die Herzen da ein bisschen größer wurden. So, dann bekommt ihr das. Und du bekommst den Kaffee. Oh, wie ruhig gerade hier. Echt entspannend. So, das für dich.
Können wir schon kassieren oder wollen wir auf Sie warten oder auf die beiden? Oder auf ihn? Ja, wisst ihr was? Wir warten nochmal eben. Wir warten nochmal eben ein bisschen und gucken, was der nette Herr hier möchte. Oh, ausgerechnet die Brille. Ausgerechnet die Brille. Aufräumen. Brille. Kassieren. So, hier auch nochmal aufräumen. Da kommt schon die nächste und möchte bezahlen. Muss ich was abpflücken? Nee, von jedem 5. Okay, so, grüner Tee. Das hier. Zucker. Mich würde jetzt echt mal interessieren, ich versuche mal drauf zu achten. Was machen die mit dem Zucker? Der eine hat eine Maske. Pass mal auf. Die haben beide eine Maske. Sie hat das Getränk. Ja, keine Ahnung, dann ist das irgendwie eine Zuckermaske oder so. Ich weiß es nicht. Dann, oh, stopp. Das habe ich noch nicht. Genau, das habe ich noch nicht. Und die Creme noch nicht. So, jetzt aber. Und dann bekommst du das Zitronenwasser. Der gute Mann muss jetzt ein kleines bisschen warten. Soll ich was auffüllen in der Zwischenzeit? Nee, lieber nicht, ne? Sonst scheucht er mich hier gleich sonst wohin. Ja, der scheucht mich hier die Mandeln zerkleinern. Gemahlene Mandeln und gemahlener Zucker. Also, klar, Zucker, ganz normal. Aber wofür? Keine Ahnung. Naja, okay, so, Wasser, Tee, Kaffee meine ich. Was erzähle ich hier? Was habe ich vergessen? Das hier, hier wird aufgeräumt. Hier wird kassiert. Sehr schön, Ziel haben wir gleich erreicht. So, die Maske für euch und die Creme für euch. Sehr schön, sie überlegt noch, okay. Antonio, hast du heute wenig zu tun? Habe ich so das Gefühl, hier, kannst du mal wieder ein bisschen aufräumen. Was möchtest du, Omi? Du möchtest das Getränk. Wie gut, dass ich noch hier oben stehe. Dann kriegst du das noch dazu. Wow, wieder eine Dreier-Kombo. Schön. Das freut mich. Ja, Ziel erreicht. Supi, das hier nochmal. Ach, ihr seid schon wieder da, na Mensch. Euch ja schon fast vermisst. Den netten Mann mit den drei gleich aussehenden Frauen. Aber gut. Muss ich was abpflücken? Nee, passt auch gerade. Passt ganz gut. So, das hier, das hier. Das hier noch dazu und das noch dazu. Und die Brille, natürlich. Natürlich möchte die Madame im roten Bademantel die kühlende Brille. So, können wir aber schon mal kassieren. Dann bekommst du das Wasser und das mit Lavendel. Okay, ich könnte die beiden mal abpflücken. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Dann bekommt ihr grünen Tee und das mit der Rose. So, lasse ich dich jetzt... Nee, ich lasse dich nicht warten. Die sind ja gerade erst gekommen. 1, 2, 3. Die pflücken wir mal eben kurz ab. Und dann haben wir einmal das Wasser, einmal das mit Schokolade, einmal das mit Gurke und einmal das mit Gurke. So, ihr seid fertig. Antonio räumt auf. Wir warten, was der nette Herr hier möchte. Der möchte die Brille und die Aloe Vera Creme. Na, komm schon. So, dann kassieren wir. Expertenziel. Ja! Schön. Das freut mich. So, was möchtest du? Entscheide dich, mein Lieber. Du möchtest Zucker und Creme. Wisst ihr, was ich letztens gelesen habe? Es gibt jetzt, fällt mir gerade so ein, es gibt jetzt Nivea-Parfüm. Also, Parfüm, was, also ist natürlich auch von Nivea, logischerweise. Die haben einfach den Duft, also den Geruch, den diese ganz normale Nivea-Creme in der blauen Box hat, den haben die jetzt in Parfüm gepackt. Und jetzt gibt es Nivea-Parfüm. Und ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll oder ob mir das total egal ist. Denn eigentlich mag ich den Nivea-Geruch mega gerne, muss ich sagen. Aber ich weiß nicht, ob das mit Parfüm so cool ist. Und ich wollte demnächst mal in eine Parfümerie meines Vertrauens gehen und wollte mal gucken, ob die das haben und mal dran riechen, ob das echt cool ist und vielleicht auch mal so ein bisschen damit einsprühen, um zu gucken, wie das ist. Ich weiß nicht, ob ist das gut, ist das nicht gut? Nivea Parfüm. Irgendwie witzig, weil das riecht halt so, das riecht ja so natürlich, hat man irgendwie immer das Gefühl. Das riecht so natürlich, das riecht nicht nach Rosen, nicht nach Frucht oder sonst was, einfach, ja. Und jeder kennt den Geruch, ne? Wollte ich nur mal so sagen, ist jetzt keine Werbung. Ich habe mich noch gar nicht bei dir fürs Helfen bedankt. Kein Thema, ich bin gerne hier. Wenn nur Patrick hier wäre. Er taucht sicher bald auf, Emily.
Sprecht ihr von einem Patrick mit braunen Haaren? Ja, hast du ihn gesehen? Ja, er hat sich am Strand den Kopf gestoßen und ist ohnmächtig geworden. Ich habe sogar ein Video davon auf meiner Kamera. Was? Was? Also, Entschuldigung, dass ich gerade so lache. Da ist ein Typ, ja? Der stößt sich den Kopf am Strand und fällt in Ohnmacht. Und sie machen ein Video davon? Was ist das für ein... Was? Hier, es ist überall im Internet. Okay, Leute, ich könnte mir vorstellen, dass ich jetzt bestimmt auf eine Seite weitergeleitet werde. Ich guck mal, wie ich das für euch aufnehmen kann. Ja, ich wusste es, ich wusste es. Ich bin raus aus der richtigen Aufnahme. Ich gebe euch so schnell wie möglich ein Bild. Es lädt gerade noch. Es ist ein YouTube-Video. Es ist ein YouTube-Video. Ich kann das jetzt gerade momentan nicht aufnehmen. Also nicht jetzt direkt, ich werde es später aufnehmen. Aber ich lasse es jetzt mal für euch abspielen. Was zur Hölle? Okay, Leute, ich müsste jetzt... Oh nein. Jetzt kann ich das Spiel nicht mehr starten? Nee, oder? Nein. Ich kann das Spiel nicht mehr starten. Das gibt es nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Moment mal. Ich versuche gerade wieder ins... Nee, ich komme nicht ins Spiel. Ich komme nicht ins Spiel. Ich höre im Hintergrund den Sound. Leute, ich bin sofort wieder da. Denke ich zumindest. Also ihr seid jetzt einfach live dabei, wie ich hier gerade alles ausmache, alles neu starte. Ich kann das Spiel nicht mal richtig beenden. Das war jetzt aber... Sorry, aber das war jetzt echt zu witzig. Ich möchte aber jetzt gerne wieder ins Spiel rein. Ich würde noch gerne ein Level hier in dieser Folge machen. Das Problem ist, ich kann das Spiel nicht beenden. Task beenden, Prozess beenden, geht alles nicht. Oh, jetzt. Jetzt hat es funktioniert. Ich bin sofort wieder da. So, Leute, ich bin wieder da. Witzig. Echt witzig. Am coolsten finde ich die Tatsache, dass sie einfach mal... Oh, ein Video davon gemacht hat. Aber okay. So, wir sind zurück in der Boutique. Episode 9. Modeopfer. Na, dann mal los. So, was können wir kaufen? Gar nichts. Schade. Ich könnte mir vorstellen... Oh, wow. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier wieder richtig schwer wird für mich. Wow. Emily, was geht mit dir? Angela, Patrick, Strand, Telefon. Ein Strandtelefon? Emily möchte damit sagen, dass Patrick immer noch am Strand ist. Und sie möchte ihn mit deinem Telefon anrufen. Oh, hier, natürlich. Geht es ihm gut? Keine Ahnung, Kopf gestoßen. Sie hat keinen Empfang. Kein Netz? Wir sind nicht gerade in der Nähe eines Sendemasts. Setz dich einfach und behalte die Balken im Auge. Na super. Na super. Ich muss immer noch drüber lachen. Es tut mir leid, Leute. Ich muss immer noch drüber lachen, dass da einfach mal so eine Frau ist, die das filmt, wie einer am Strand ohnmächtig wird. Oh Gott, das ist einfach unfassbar gut. So, 1, 2, 3, dann der Ring und dann das hier dazu. Das ist echt unfassbar gut. So, dann haben wir... Oh Gott, muss ich schon... Oh Gott, ich muss schon wieder nähen. Ja, 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 okay. Okay, okay. So, ist der fertig? Dann haben wir den Rock und den Rock. Dann nehmen wir nochmal den Rock und 1, 2, 3. Ich habe die Maus gehört, geht aber gerade nicht. Ah, doch, geht. So, dann wird hier... Oh, Emily hat schon verloren. 1, 2, 3. Ja, Boutique finde ich immer stressig, ganz ehrlich. Wir kassieren. Boutique finde ich echt richtig stressig. Hier kann aufgeräumt werden. Kann ich dich warten lassen? Ich weiß es noch nicht, je nachdem, wie schnell der Junge da jetzt ist, oder? Oder die hier oben. Da wird aufgeräumt. Wir kassieren. Wir kassieren. So. Da wird aufgeräumt, alles klar. So, Emily, du brauchst das Top und den grünen Rock. Es ist schön, dass du in der Zeit, wo dein Mann bewusstlos am Strand liegt, hier noch an Shoppen denkst. Das ist richtig gut von dir, Emily. Und muss ich was machen? Nee, ich kann kassieren. Okay, ich kann aber auch Vorrat schon mal das hier machen. Was möchte der nette Mann? Oh, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entscheid dich bitte schnell, damit die Emily nicht wieder ein Herz verliert. Die Uhr und die Ohrringe, bitteschön.
Na, sie hat schon wieder was verloren. Mann, darf doch nicht wahr sein. So, muss ich was nähen? Eigentlich müsste ich was nähen. Also müsste ich nicht, aber damit man schon mal ein bisschen auf Vorrat hat. Das hier und der gelbe Rock für dich. Emily geht in die Kabine. 1700 Punkte. Flipflops und das für dich. Hier wird aufgeräumt. Hier wird... Oh Gott, ich hab's vergessen. Ja, bitteschön. Wird kassiert. Emily, das Top. Also dagegen ist der Wellnessbereich so easy und entspannend. Das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja nicht. Ich muss... Oh Gott, was muss ich nähen? Den Rock. Okay. Hier wird aufgeräumt. So, eine Tasse Kaffee. Ich hasse Kaffee. Zack, 1, 2, 3. Bitteschön. So, hier wird kassiert. Okay. Alles gut. Goldenes Herz haben wir noch nicht, also gehst du dahin. Das T-Shirt und das T-Shirt. Bedeutet, wir müssen das gleich schon wieder nähen. So, nehmen die Flipflops mit und hier von jedem einen. Bitte sehr. Und dann nähen wir das Shirt. Hab ich dir das... Ich hab dir das doch gegeben. Nee, vermutlich. Vermutlich habe ich wieder... Oh Gott, daneben geklickt. Das Top und das. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und 1, 2, 3. Boah, ich hasse das hier. Ich hasse das. Ich hasse das einfach. Top. Aufräumen. Kassieren. Sehr schön. So, goldenes Herz haben wir. Sehr gut. Das Getränk und die Uhr. So, dann nähen wir das Top in der Zwischenzeit. Dann nähen wir auch noch das grüne Shirt in der Zwischenzeit. Dann holen wir ein gelbes Shirt und den Tee. Hier räumen wir auf. Und dann kassieren wir schon. Nee, ich warte noch mal eben kurz. Ich warte noch mal eben kurz. Entscheide dich. Schnell. Schnell. Nee, wir kassieren, weil dann machen wir die andere nämlich. So, 1, 2, 3. Dann kassieren wir hier, Emily. Du bist, wie gesagt, soweit fertig. Dann machen wir noch mal ein gelbes Top auf Vorrat. Und dann machen wir noch einen gelben Rock auf Vorrat. Dann bekommt ihr grün und rot. Habe ich den Karl schon? Ich weiß das nie. Ich verpeile immer, ob ich den Karl habe. Das ist echt ein bisschen schade. So, das haben wir nochmal genäht. Kaffee. Top. Bitteschön. Was möchte die nette Frau im Hawaii-Hemd? Du möchtest Kaffee. Und 1, 2, 3. Bitte sehr. Wir kassieren. Du räumst auf. Ey. Ich klicke doch immer. Oder klicke ich so krass daneben? Aber gut, ging ja jetzt trotzdem noch. So, Emily, ganz entspannt. Ich meine, der Mann liegt bewusstlos am Strand. Alles kein Thema. Hauptsache, sie kann sich in der Boutique ein bisschen entspannen. So. Ich lasse ihn aber nochmal kurz warten. Muss ich was nähen? Nee, passt alles. Das hier könnte ich gleich nochmal machen. Du bekommst das und den wunderschönen Ring. Da kommt auch schon der nächste. Hier haben wir eine nette Dreier-Kombo. So, dann nähen wir das Poloshirt in grün nochmal. Und haben jetzt mindestens zwei von jedem. Okay, Schuhe für dich. Bitte sehr. Und was bekommst du? Schuhe in grün. Bitte sehr. So, wisst ihr was? Ich nähe jetzt einfach nochmal eins auf Vorrat. Passt schon. Und dann nähe ich auch nochmal den Rock auf Vorrat. So, er müsste jetzt auch gleich fertig sein, ne? Entscheide dich. Entscheide dich für die Schuhe. Kauf sie. Nimm sie. Und 1, 2, 3. 1, 2, 3. Klickt doch immer so genau, wie es geht. Na komm, ihr seid zusammen dran. Der braucht da ewig, der Typ. Jetzt ist er fertig. So, gelb und gelb für euch, bitte sehr. Dann bist du jetzt mal ausnahmsweise alleine dran. Ziel erreicht. Jo, schön. Ein paar Minütchen noch. Ich hoffe, ich muss nichts mehr nähen. Dann lasse ich es nämlich jetzt so. Gelb und gelb, bitte schön. Oh, Oma möchte ganz in gelb unterwegs sein. Ja, kannst du natürlich gerne machen. Vielleicht soll ich dann doch noch was nähen. Wer weiß, wie viele da jetzt noch kommen. So, Tee und Ring. Bitte schön, hier oben aufräumen. Auf dich warte ich noch kurz. Du bekommst das Top und den Ring. Ohne anprobieren. Ohne, sag mal, ohne anprobieren möchtest du das Top nehmen. Na gut, kannst du machen. So, nochmal ein Top und nochmal ein Ring. Auch ohne anprobieren. Sie kommt jetzt auch dazu. Passt auf, wir kassieren die beiden. Dann hat sie sich nämlich in der Zwischenzeit entschieden. Jo, und dann kassieren wir nochmal hier und haben sogar das Expertenziel. Wow, wenn auch ganz knapp. Wenn auch ganz knapp. In dieser Kiste sind die Stoffe, von denen ich gesprochen habe. Mulberry-Seide, Vicuna-Wolle und feiner gewebter Leinen. Wow. Wow, in der Tat. Es sind drei Models an Bord. Du solltest sie ansprechen und eine private Modenschau veranstalten.
Ich erwarte einiges von dir, Angela. Ich werde versuchen, dich nicht zu enttäuschen. Nicht nur versuchen, sondern es auch tun. Oh, natürlich. Natürlich, meine Liebe. So, ich würde sagen, dass wir es bei diesem Level jetzt belassen in dieser Folge. Das letzte Mal haben wir ein bisschen länger gemacht. Und ich muss noch mal eben kurz gucken. Das ist der Kinderclub, ne? Das ist das Pooldeck, das ist dann der Strand. Das ist wieder die Boutique. Okay, und das ist Premium. So, Trophäen, was haben wir denn hier eigentlich? Achso, der kam noch dazu. Chuck, der Lieferant. Alles klar. Um diese Figur freizuschalten, musst du alle 61 Gegenstände im Laden kaufen. Okay, 34 habe ich bereits gekauft. Okay. Leute, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.